Du kannst mal sehen, sehen, ja, da ist aber. Vielleicht im Sommer, da kommt was? Ja. So, diese gute Verbindung jetzt. Über Bingen nach Müdesheim und unten ist der Sarkophag. Ja. Und oben ist das Kloster. Da können wir morgens losfahren und abends ja, ja. Und dann weil das, das, was du heute Morgen erzählt hast, das Interessante. Und zwar diese Verbindung zwischen St. Odile und Hildegard, die fühle ich auch. Ich habe jegliche Info über die Odile, weil wir haben auch schon Bücher geschrieben. Ich zeige es dir, wenn du dann bereit bist. Und ich habe... Was ist denn da? Das ist nichts. Zwei Hunde. Naja. Und über Odil kenne ich mich sehr, sehr gut aus, aber es fehlt mir die Info über Hildegard von Bingen. Mhm. Ja? Ja, dann mache ich eine Führung. Ich habe viel drüber gelesen, aber ich war noch nicht am Standort und das möchte ich unbedingt mal erleben. Das in Aibingen ist ja noch das alte Kloster, das letzte Kloster. Das letzte, oh. Da ist ihr Sarkophag, oder? Wir müssten alle hinfahren am 17. September, ja. Weil da wird der Sarkophag aufgemacht und da kannst du dich vorher hinstellen und meditieren. Ah, jo. Ah, da haben wir fotografiert. Sie sind nicht vom SWF 3 zufällig, gell? C'est ça là, la mamie, les mamies du village, elles ont dit il y a déjà eu une météorite qui est tombée sur le toit de la maison, ça fait un moment quoi, dans cette maison. C'est fou, hein, tu savais pas, c'est juste écrit. Le soir avant de vouloir se coucher, je regarde dehors, tout d'un coup. Ben voilà, ben, je peux... mais c'est une seconde, tu ne regardes pas à ce moment-là, il n'y aura pas marée-vite, hein. C'est une seconde, même pas. C'est pour le voisin pour voir ce qu'on voit ou pas. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est un chien. Der macht ja für den Fuß aus. Der stellt sich vor, das ist schon was mit, der muss doch halt oben. Er läuft. Ils font pas comme de l'espionnage. Bon, ils font encore de l'espionnage militaire, mais beaucoup plus. Aber ich war nicht.